So, jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz speziellen Sendung. Und ja, Sie sehen es vielleicht, ich bin hier ein bisschen auf Camping, aber das hat gar nichts mit Urlaub und Freizeit zu tun. Es ist in aller Munde, auch in allen Zeitungen geschrieben worden. Am 21. August, ist noch gar nicht so lange her, hat die Bundesregierung eine Presseerklärung rausgegeben und hat die Bundesbürger aufgefordert, Krisenmanagement zu betreiben. Also einfach Krisenvorsorge, sich ein bisschen Lebensmittel anzuhamstern, um für ein paar Tage, wenn mal ein Krisenfall, und das, Sie müssen jetzt nicht vom Schlimmsten ausgehen, das könnte auch mal Stromausfall, Hochwasser sein oder ähnliches, um diese Krisensituation problemlos zu überstehen. Ja, es gibt ganz genaue Statistiken, die sagen, ja, wenn heute ein Stromausfall wäre, der eine Woche aushält, haben nur 5% der Bundesbürger die Möglichkeit, mehr als 3 Tage selbstständig zu überleben. Ist eigentlich erschreckend, und von diesem Hintergrund her macht es ja auch ein bisschen Sinn, dass die Bundesregierung sagt, kommt, legt euch mal ein paar Vorräte an. Jetzt, was beinhalten diese Vorräte? Dieses Katastrophenmanagement, wie ich es jetzt einfach nennen will, also dieser Krisenplan. Das kann man übrigens mittlerweile überall einsehen. Es gibt also in den meisten Rathäusern gibt es so Faltblätter, die sind oben ganz rot. Krisenhelfer oder Krisenmanagement, Krisenvorsorge, alles mit Krise heißt das. Und da ist so ein Merkblatt, da steht alles Mögliche drin. Natürlich geht es dort um Wasser, es geht um Getränke, also Getränke allgemein, natürlich viel, viel Wasser. Dann um die Speisen, Haltbarkeit der Speisen, welche Speisen kann ich wie lange halten. Und dann wird es aber schon interessant. Also Essen und Trinken, das ist klar. Aber jetzt geht's weiter. Stromversorgung, falls die mal zusammenbricht, autarke Stromversorgung. Dann geht's weiter Information, dann geht's weiter mit Kommunikation, dann geht's weiter mit Licht. Also Sie sehen, auch solche Sachen, an die man normalerweise gar nicht denkt. Und genau auf die diese Sachen möchte ich Sie jetzt hinweisen. Hier haben wir ein paar wirklich tolle, tolle Geräte für eben einen solchen Krisenfall. Und beginnen tun wir hier mit einem kleinen, kleinen unscheinbaren Gerät. Die Technik ist eigentlich einfach und simpel. Dynamotechnik. Ich kann hier einfach mit drehen, also wie bei einem Fahrrad, kann ich Strom erzeugen. Und diesen Strom jetzt entweder hier drin speichern, wenn ich Akkus einlege, oder diesen Strom direkt an ein Smartphone oder ein anderes Gerät weitergeben. Ich schließe hier jetzt mal ein Smartphone an. Da haben wir es. Und da sehen wir jetzt gleich, ich muss mal schauen, wenn ich hier, muss mal schauen, ob ich es sichtbar machen kann. Ich schließe es an, und wenn ich jetzt mit dem Dynamo drehe, müsste gleich mal der Ladevorgang hingehen. Wenn ich bedenke, 2 Minuten, hier sehen wir, da sehen wir, geht jetzt gerade auf Ladestation, und hier am Gerät selber sehen wir dieses Rote. 3 Minuten sorgen ungefähr für 2 Minuten Gesprächszeit. Und das, ja, hört sich jetzt ein bisschen wenig an, aber es könnte sehr, sehr wichtig sein in Krisensituationen. Gleichzeitig ist hier auch noch eine kleine Taschenlampe integriert. Also Sie sehen, alles, was ich hier brauche, ist, oder was ich an Strom brauchen könnte, um meine Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und da sprechen wir jetzt davon, von Kommunikation, von Ihrem Smartphone, um vielleicht noch sich zu informieren, anzurufen irgendwo. Weil wenn bei Ihnen Stromausfall ist, können Sie auch Ihre Smartphones nicht mehr aufladen. Und das geht mit diesem. Sie brauchen es auch nicht dranhängen. Sie können jetzt hier Akkus einlegen. Hier hinten passen 2 Akkus rein, die bitte separat bestellen. Drei Akkus, Doppel-A. Und wenn Sie die holen, können Sie jetzt hier einfach mit Dynamo-Technik das Ganze aufladen. Einmal geladen, haben Sie hier genügend Strom, um Ihr Smartphone wieder zu laden, um die Taschenlampe zu benutzen, um Licht zu haben. Und das ist eben sensationell. Auch sowas wird im Krisenmanagement beschrieben. Wenn Sie sich mal, können Sie auch im Internet machen, da gehen Sie einfach mal auf Krisenmanagement oder Vorschläge der Bundesregierung, da gibt es verschiedene Suchbegriffe, und da kommen die Vorschläge. Dann ist erstmal Essen, Trinken, dann geht es um Sicherheit von Ihrem Haus, ja, und dann geht es gleich weiter mit Kochen, klar, Gas brauchen wir da, und dann Stromversorgung, eigene autarke Stromversorgung, Kommunikation, Information. Weil das ist ja auch wichtig. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben es vielleicht noch im Hinterkopf, als Katharina über Amerika gewütet hat, da war ein riesen Stromausfall. Es gab Hochwasser, New Orleans, da war die ganze Stadt war wie tot. Da war Stromausfall, es gab keine Kommunikation mehr, und dann war man froh, wenn man irgendwie sich Strom selber
beschaffen konnte. Jetzt gibt es natürlich große Notstromaggregate, aber die haben alle eins gemeinsam. Die brauchen viel Geld und wenn die unter Wasser stehen, bei Hochwasser, würden die auch nicht mehr funktionieren. Die sind auch nicht transportabel. Hier sind wir transportabel mit dieser kleinen, genialen Dynamo-Technik. Einfach ein bisschen Handarbeit, ja, das kennen wir ja. Und so lade ich mein Gerät auf. Ich schaffe den Strom, ich mache hier die Akkus rein, lade entweder die Akkus, habe ich dann habe ich eine Powerbank, wo ich jetzt ohne Probleme Strom entnehmen kann. Übrigens natürlich für alle USB-geladenen Geräte kriege ich den hier raus, also nicht nur für Smartphone, aber wir haben ja gerade von einer Power, also von Information oder von Kommunikation gesprochen und deshalb liegt hier jetzt das Smartphone nah. Und wie gesagt, 2 Minuten, 3 Minuten drehen ist 2 Minuten Gesprächszeit. Aber glauben Sie mir, wenn Stromausfall ist, haben Sie viel Zeit. Da können Sie auch mal 5 oder 6 Minuten Strom erzeugen. Und man sieht es auch immer, ob man schnell genug dreht an diesem kleinen roten Lämpchen. Ich hoffe, es kommt hier ein bisschen rüber. Da ist es, achten Sie mal drauf. Ich gehe halt immer mit der Hand vorbei, das geht nicht anders. Ja, da sieht man es, es leuchtet, sobald ich genügend Strom erzeuge. Und das ist so einfach, das kann jedes Kind. Und somit kann ich mir meinen Notstrom im Krisenfall eben schaffen und hiermit ohne irgendeine Steckdose zu brauchen, erstmal für Licht sorgen und zum Zweiten dann natürlich für den Strom, den ich brauche, um mein Smartphone wieder gängig zu machen. 18,91 Euro, das ist ein wirklich toller Preis für so einen Nothelfer, sage ich jetzt mal, ein Krisenhelfer. Und die Bestellnummer ist die PX 16 13 und die 569. 4-in-1 Dynamo, dann haben wir die Powerbank drin, die Taschenlampe haben wir drin. Also ruckzuck alles geladen und dann eben im Notfall, im Krisenfall Strom für sich selber. Jetzt von was für Krisenfällen gehen wir denn eigentlich aus? Es können die verschiedensten sein. Also bei uns hier in der Gegend, wissen Sie es vielleicht, hier im Südbadischen hat man immer ein bisschen Angst, dass irgendwas mit dem Kernkraftwerk Fessenheim um die Ecke passiert. Es könnte aber auch nur ein kleiner Sturm sein, der Stromausfall weiträumig macht oder Hochwasser. Hatten wir in den letzten Jahren ja auch schon in mehreren Gebieten Stromausfall, aber man selber sitzt dann da und weiß nicht, was ist passiert. Und deshalb ist natürlich auch Information das Wichtige. Und hier haben wir jetzt einen Weltempfänger. Warum Weltempfänger? Ganz einfach, weil ich hiermit sämtliche Langwellen, Kurzwellen und UKW-Frequenzen abrufen kann und überall schauen, jetzt mal zum Beispiel Deutschlandfunk sendet ja immer noch auf allen Frequenzen und den kann ich hiermit erreichen. Und dann habe ich Information. Das Ganze auch akkubetrieben über USB ladbar, also ebenfalls mit dieser Powerbank, die wir gerade gesehen haben, kann ich jetzt diesen Weltempfänger wieder laden, kann Musik hören. Aber um Musik hören geht es hier eigentlich nicht in erster Linie, sondern um die Information, um zu hören, was los ist. Es gibt so einen Katastrophenfilm, der ist relativ unwahrscheinlich. Independence Day heißt das. Kennen Sie vielleicht? Ja, da kommen die Außerirdischen und wollen die Welt erobern. Und da war die Kommunikation was ganz, ganz Wichtiges, damit man wirklich überall wusste, was ist eigentlich passiert. Das jetzt im kleinen Rahmen mit diesem Weltempfänger hervorragend. Aber das ist nicht nur ein Weltempfänger. Jetzt gehen wir wieder ins Gemütliche über. Das ist auch ein MP3-Player. Hier kann ich Micro-SD-Karte oder auch USB-Stick mit meiner Lieblingsmusik reinmachen. Radio empfangen kann ich sowieso. Ein Wecker ist es auch noch. Das Ganze ja, mit 6 Stunden Dauerbetrieb, mit einer Akkuladung. Akkuladung hier auch wieder wichtig. Ich muss nicht Tonnen von Batterien mir besorgen, sondern ich kann das später einfach wieder aufladen. Wie habe ich Ihnen gerade gezeigt? Wie es noch geht, zeige ich Ihnen gleich noch. Also einmal mit der Dynamo-Technik oder auch über Solar. Da haben wir nachher auch noch ein tolles Angebot für Sie. Also das ist sensationell, so ein Weltempfänger. Ja, ist auch ein bisschen nostalgisch. Die Älteren wissen es noch. Ultra-Kurzwelle ist jetzt aktuell. Aber früher war es eben auch noch die Langwelle und die Mittelwelle. Und die kann ich hier alle empfangen. Und dann eben, wenn nur noch Notfrequenzen frei sind, ja, dann könnte das wichtig sein. Jetzt sagen viele, ach was, Informationen hole ich mir im Internet. Ja, schön, aber wenn Stromausfall ist, ja, dann fällt auch Ihr Internet aus, weil dann je nachdem, oder neulich war es gar nicht so weit hin, da hat man einen Blitz eingeschlagen in einen Verteiler von Mobilfunknetz.
Ja, oder durch Hochwasser könnte dieses beschädigt sein. Dann geht mein Internet nicht mehr, dann geht mein Telefon nicht mehr. Wo kriege ich Informationen her? Dann kommt so ein gefährliches Halbwissen. Sie kennen das vielleicht, wenn man ein paar Leute trifft. Jeder erzählt was anderes, jeder hat was anderes gehört. Immer nur hören, sagen und man selber wird immer unsicherer. Und dann ist doch so ein kleiner Weltempfänger wirklich Gold wert, weil hier kriege ich die Information. Ich muss einfach nur suchen. Und das wird in so einem Fall passieren, dass die Bundesregierung versucht, auf allen Frequenzen, auf allen Radiokanälen die Bürger zu informieren, gerade in den betroffenen Geräten. Das heißt, hier finde ich die richtige Frequenz, hier kriege ich die Information, die ich brauche und weiß dann auch, wie schlimm oder wie wenig schlimm die Lage ist. Und ich gehe jetzt bei uns gar nicht mal vom schlimmsten Falle aus. Viele sprechen oder erinnern sich noch an Kriegsfälle. Klar, das hatten wir mal, aber ich hoffe, dass ich das persönlich nie mehr erlebe und auch die Generation nach mir nicht. Ich hoffe, dass die Menschheit da etwas dazugelernt hat. Aber was ganz klar ist, was auch alle Experten sagen, unser Stromnetz wird immer anfälliger. Also ein Stromausfall, der ist gar nicht so weit hergeholt. Wir hatten erst vor kurzem hier bei uns einen Stromausfall. Ging zwar nur 5 Stunden, in ganz Buggingen, hier sitzen wir ja, war kein Strom. Und da merkt man erstmal, wie abhängig man davon ist. Weil plötzlich ging auch keine WLAN-Router mehr, also über Internet, keine Chance. Ja, Funksignale sind auch ausgefallen. Und dann sitzt man da und hat keine Ahnung, was ist eigentlich los. Ja, und so könnte das auch mal im größeren Rahmen passieren. 5 Stunden sind keine Tragödie. Ja, aber stellen Sie sich mal vor, das würde jetzt aus irgendeinem Grund 5 Tage lang passieren. Sie sitzen 5 Tage lang im Dunkeln, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir Stromausfall haben, und wissen nicht, was passiert. Da kriegt man eine innere Unruhe, die ist, glaube ich, nicht zu beschreiben. Man kann das eigentlich im Vorfeld auch gar nicht so ganz sich verinnerlichen, was man da empfindet. Aber man kann vorsorgen, falls es mal passiert, dass ich hier eben Informationen habe. Und das habe ich vorhin gesagt, Strom, Kommunikation, Information. Das sind die wichtigen Sachen beim Krisenmanagement. Und gehen Sie ruhig auch mal ins Rathaus. Sobald Sie dran vorbeikommen, fragen Sie mal, ob es bei Ihrem Rathaus, das machen mittlerweile fast alle Gemeinden, einen Krisenmanagement-Merkblatt gibt. Heißt nur überall anders, aber Krise, das dürfte drauf sein. Das ist überall gleich. Und lesen Sie sich mal genau durch. Essen, Trinken, klar, aber Kommunikation, Information und autarke Stromversorgung, das ist auch wichtig. Da kommen wir auch später noch dazu, wie ich das noch ein bisschen effektiver machen kann. Ich wünsche ja nicht, dass so ein Fall passiert, aber wir kennen das gerade im Moment immer mehr aus Amerika oder aus anderen Ländern. Aber es wird auch in Europa so kommen, dass wir eben mal größere Stromausfälle haben. Und dann, Sie wissen das gleich, wenn in München jetzt mal Strom ausfallen würde, wäre das eine Riesenschlagzeile in der Bild-Zeitung, so dick, es wäre erstes Thema in der Tagesschau. Und da sehen Sie erstmal, wie wichtig das ist, wie abhängig wir alle vom Strom sind. Dass am Strom auch Internet und alles hängt und was dann noch am Internet dranhängt, komme ich vielleicht im Laufe der Sendung noch dazu. Aber mit diesem kleinen Gerät, mit diesem Weltempfänger, bin ich mir sicher, dass wenn noch irgendjemand sendet, dass ich das auch empfange und dann dementsprechend auch bestens informiert werde. Die Bestellnummer für unseren Weltempfänger ist die PX1373 und die 569. So, jetzt geht's aber um Strom, und zwar autarke Stromversorgung. Auf was ich mich eigentlich relativ verlassen kann, ist, dass ich noch Tageslicht haben werde. Wenn das mal weg ist, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, aber das ist noch da. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ich biete Ihnen jetzt 2 Solarzellen an, die für Sie persönlich Ihren Strom besorgen würden. Ich gehe jetzt mal rüber zu unserer Solarzelle. Dazu muss ich einfach nur aufstehen. So, und hier rüber, da haben wir sie. Und da sehen Sie, da ist noch viel, viel mehr dabei. Wir haben hier das großzügige Solarpanel und gleichzeitig einen Umwandler. Also hier wird die Solarenergie in dieser kleinen Batterie gespeichert und jetzt kann ich hier Strom entnehmen für alle Möglichkeiten. Jetzt gehen wir auch mal weg vom Katastrophen, könnte ich auch mitnehmen einen Campingplatz, weil hiermit, mit diesem Wandler, kann ich 230 Volt erzeugen. Also auch ganz normalen Strom, wie aus der Steckdose, davon wegziehen. Und das ist toll. Also jetzt hier nicht nur durch das Tageslicht, und das sind hochempfindliche Solarzellen hier, die reagieren also nicht nur auf direkte Sonneneinstrahlung, sondern eben auf Tageslicht. Und die ermöglichen es mir, tagsüber die Energie zu besorgen, die ich brauche. Ob das jetzt
ist, um mein Laptop aufzuladen, ob das ist, um mein Tablet aufzuladen, mein Smartphone, Kommunikation, den Akku zum Beispiel von unserem Weltempfänger oder dann auch irgendwelche anderen Geräte, die ich über 230 Volt mache, das kann ich. Hier übrigens mit dieser Leistungsgröße haben wir hier 150 Watt Leistung, die wir abnehmen können bei 230 Volt. Und das ist schon mal sensationell für so eine hocheffiziente, für so ein hocheffizientes Solarpanel. Und da sehen Sie mal, wie wirksam das ist. Mit 142,41 €, auch sehr, sehr günstig, wie ich finde, wenn ich bedenke, wie mir das helfen kann. Eben im Falle einer Krise. Die NX2757 und die 569, das ist die Bestellnummer. Sie haben es gesehen, da ist Spannungswandler dabei. Da ist die Möglichkeit, natürlich die kleinen Voltzahlen zu entnehmen. Also für Smartphone, für Tablet, für Ähnliches. Und natürlich auch die großen bis 230, weil wir einen Spannungswandler dabei haben. Unser erstes Modell 20 Watt. Bringt das und das bringt dann in der Leistung 150, in Spitzenzeiten kurzfristig sogar bis zu 300 Watt Leistung, wenn ich dann den 230 Volt Wandler nehme. Auf jeden Fall habe ich hier mal eine Überbrückung und da ist es auch zeitlich egal, wie lang das anhält, weil ja, Tageslicht wird es jeden Tag geben. Das heißt, ich kann mir jeden Tag aufs Neue, sobald die Sonne aufgeht, kann ich mir wieder meine neue Energie zurückholen mit diesem Solarpanel, mit dem Akku 230 Volt. Wandler drin, ganz, ganz wichtig. Normalerweise so kleine Solarpanels, da holt man sich ein bisschen Energie für die Powerbank zum Beispiel. Aber hier haben wir das natürlich komplett. Sehen Sie, da ist das Komplettpaket. Der Wandler ist dabei, der Akku ist dabei, der Energie speichert und das Solarpanel. Ich bin erschrocken, als ich heute Mittag bei mir im Internet recherchiert habe, was denn so die Empfehlungen der Bundesregierung sind. Ja, natürlich, Strom steht ganz, ganz oben auf der Liste, sich selber Strom zu verschaffen. Und dann war ich wieder positiv überrascht, wie einfach das sein kann mit einem solch kleinen, unscheinbaren Solarpanel. Ja, das kann ich auch so im täglichen Bedarf nutzen, einfach mal ein bisschen Strom sparen für das ein oder andere Gerät, einfach mal nicht in die Steckdose in der Wand, sondern in mein Solarpanel. Und im Krisenfall kann ich es dann einsetzen. Nochmal, das war noch ein Satz, der mich erschreckt hat, dass gerade mal 5% der Bevölkerung in der Lage wären, einen Stromausfall, der länger als 3 Tage geht, selbstständig zu überleben. Alle anderen, 95%, sind auf Hilfe von außen angewiesen. Und Sie können jetzt diese benötigte Hilfe verringern, wenn Sie sich selber Strom verschaffen. Hier jetzt im kleinen Rahmen, also 150, Spitzenwerte 300 Watt. Aber wir haben es gleich noch eine Nummer größer, wenn Sie sagen, nee, wenn, dann sichere Seite, ich möchte das Ganze doppelt so stark, haben wir auch gleich noch. Hier Einstiegs-Solarpanel, was auch, glaube ich mal, über die ersten Schritte reicht. Eine Kaffeemaschine könnte man hier ohne Probleme anschließen, vielleicht auch einen kleinen Haartrockner, diese Reisehaartrockner und viele andere elektronische Geräte. Aber vor allem unsere Kommunikationsmittel, die können wir so durch die Sonnenenergie wieder aufladen und dann eben diese Krisenzeiten überbrücken. Und das ist das Wichtige. Es muss nicht für die Ewigkeit sein, sondern es ist ja alles, um eine gewisse Zeit überbrücken zu können. Ich weiß noch, ich habe vorhin New Orleans angesprochen mit Katharina damals, Hochwasser. Die waren, glaube ich, insgesamt waren Teile 2-3 Wochen ohne Strom. Natürlich kamen dann Hilfskräfte, die von außen geholfen haben, aber man selber war, wenn man festgesessen ist, ohne Strom. Und das hier hätte dort dem einen oder anderen mit Sicherheit sehr geholfen. Die NX2757. Und die 569 ist hier die Bestellnummer mit diesem 20 Watt Solarpanel mit der Abgabe von maximal 150 Watt. Na, in Spitzenwerten haben wir hier bis zu 300 Watt. Aber wie gesagt, wir werden noch eine Nummer größer von 20 Watt. Eingangsleistung gehen wir jetzt auf 50 Watt und verdoppeln dementsprechend auch die Ausgangsleistung auf 300 bzw. in Spitzenwerten 600 Watt. Wenn Sie auf die ganz sichere Seite wollen, dann ist auch das Solarpanel ein bisschen größer, zieht also dementsprechend natürlich mehr Sonnenenergie und alle kleinen Solarpanel sind so hocheffizient, dass sie wirklich jeden Sonnenstrahl bzw.
jeden Tageslichtstrahl nutzen, hier speichern und Ihnen dann die Möglichkeit geben, auch bei totalem Stromausfall hier schnell zu reagieren bzw. genügend Strom zu haben für Ihre notwendigsten Geräte. Da gehört dann der Fernseher mit Sicherheit nicht dazu, aber das Telefon gehört natürlich dazu. Es gehört vielleicht auch mal ein kleiner Kocher dazu, den ich nutzen will, um Essen warm zu machen. Aber da wäre es auch gut, wenn Sie sich einen kleinen Gaskocher anschaffen. Aber es gibt so viele Geräte, Licht, Beleuchtung. Ja, wenn es auch noch im Winter passiert, dann wird es 7, 6 dunkel, ist bis nächsten Morgen 8, dann habe ich 14 Stunden zu überbrücken. Ja, und 14 Stunden Dunkelheit, das kann sehr, sehr viel sein. Also auch hier ohne Probleme einfach mal eine Lampe anschließen. Ja, eine Lampe anschließen, Nacht sich ein bisschen zum Tag machen. Das Ganze hier wirklich unglaublich effektiv. 50 Watt Eingangsleistung, 300 in Spitzenwerten, kurzfristig mal 600 Watt Ausgangsleistung. Das ist mal das, was ich brauche im Notfall. Und wie gesagt, wir sprechen hier von Krisensituationen. Hier für unser großes Solarpanel mit 50 Watt NX2758 und die 569 und der Preis 332,41 €. Das ist wirklich sensationell. Und jetzt haben wir noch was Sensationelles. Und zwar zum letzten Produkt heute in unserer Krisensitzung. Und ich hoffe ja, dass wir das nie so genau brauchen werden. Aber wenn ich es mal brauche, habe ich es eben. Und hier haben wir eine Powerbank. Powerbanks kennen Sie, ja? Die lade ich auf und dann habe ich meine Reserveenergie. Powerbanks haben so maximal 2, 3, 4, 5.000 mAh. Hier haben wir eine Solar-Powerbank mit 11.000 mAh. Das heißt, Ihr herkömmliches Smartphone zum Beispiel können Sie hier, wenn es einmal geladen ist, bis zu 5-6 Mal aufladen. Und hier sehen wir das großzügige Solarpanel. Dieses Solarpanel lädt auch immer wieder auf. Ich sehe den Ladezustand hier an den LEDs. Ich sehe zwei Ladebuchsen, also zwei USB-Anschlüsse. Einmal 2,1 Ampere, einmal 1 Ampere, um hier eben wieder die Kommunikation aufrechtzuerhalten für Informationen, die ich brauche im Krisengebiet. Hier sehen Sie einmal Knopf drücken, dann haben wir den Ladestatus hier dran und ich sehe genau, was Sache ist. Und wenn ich da sehen Sie, wenn ich da ein bisschen länger drauf bleibe, dann haben wir hier erstens mal eine kleine Taschenlampe. Und was wir aber noch haben, und das ist das Sensationelle, Sie haben es gesehen, ich habe zweimal drauf gedrückt, hier haben wir 10 ultrahelle LEDs. Das ist ein Scheinwerfer. Das ist nicht ein bisschen Licht, sondern das hier ist wirklich eine Campingleuchte und im Krisenfall meine Beleuchtung, die ich zu Hause brauche. Damit kann ich ganze Räume beleuchten. Schauen Sie noch mal hin. Sehen Sie das? 240 Lumen Leuchtstärke, das ist sensationell. Auch wieder durch tagsüber aufgeladen, durch das Tageslicht. Hier sehen Sie auch nochmal einen anderen Modus. Wir haben drei Modi von dieser Lampe. Einmal komplett hell, einmal halb so hell und jetzt auch noch den Warnmodus, also dieses Blinken oder Stroboskop, sagen da viele. Und wenn ich zweimal drauf drücke, sehen Sie, ist es ganz einfach wieder so. Ja? So einfach ist das. Ein- und auszuschalten hier über diese Taste. Wenn ich drauf bleibe, geht auch die Taschenlampe wieder aus. Und so kann ich es ein- und ausschalten. Also das ist für mich nochmal sensationell, vor allem, als ich den Preis gesehen habe. So Solar-Powerbanks mit 11.000 mAh, dann auch noch mit dieser unglaublich leistungsstarken Leuchte. Hier steht immer noch Campingleuchte, ich sag mal Hausscheinwerfer, Parkplatzscheinwerfer, also unglaublich helles Licht. Sowas hätte ich jetzt angesiedelt bei 70-80 €. Das wäre ein Preis, den ich mir vorgestellt hätte. Aber schauen Sie jetzt mal, 28,41 €. Es ist ja schön, wenn ich die nur als Powerbank benutze, nur um mein Smartphone oder mein Tablet regelmäßig aufzuladen, um denen eine Ersatzreichweite zu geben. Aber wenn ich es dann mal brauche, eben irgendwo auf die Fensterbank legen und ich weiß, tagsüber bekomme ich genügend Energie über den Solarpanel, um nachts auch Beleuchtung zu haben. Und die ist unglaublich hell. 240 Lumen. Ich habe in der Vorbereitung, als ich mir das Produkt angeschaut habe, aus Versehen mal reingeschaut. Ich habe 10 Minuten so schwarze Punkte gesehen, so hell ist das. Also damit kann ich wirklich ganze Räume ausleuchten. Oder jetzt gehen wir wieder zum Camping-Einsatz.
sprechen wir mal nicht von der Krise, sondern vom Urlaub. Wenn man mit dem Campingwagen unterwegs ist, mit dem Wohnwagen, mit dem Zelt, dann habe ich hier tagsüber die Aufladung über Solarpanel und abends habe ich die Beleuchtung, entweder volle Pulle in halber Kraft oder ich kann sogar ein Disco-Zelt machen. Aber der ursprüngliche Sinn von diesem Stroboskop ist natürlich auch ein Warnhinweis, weil alles, was blinkt, wird eher als Warnung angenommen. Die merken Sie an sich, wenn es irgendwo blinkt, schaut man automatisch hin oder passt besonders aus, wenn es auf der Straße ist. Also auch hier bestens einsetzbar. 28,41 Euro für unseren Krisenmanager hier, für unsere Beleuchtung, wenn es mal zum Stromausfall kommt, wenn es mal zu einem besonderen Krisenfall kommt, warum auch immer. Erdbeben, ja, glaube ich nicht, dass wir ein Erdbeben kriegen, aber Hochwasser ist, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Wir hatten es ja erst in den östlichen Bundesländern, das ist, glaube ich, 2 Jahre her, wo wir wochenlang dieses Hochwasser haben. Und da waren auch Regionen wirklich wochenlang vom Strom abgeschlossen. Und dann ist sowas wirklich fast unbezahlbar. Jetzt ist es bezahlbar, 28,41 Euro. Also ich bin im ersten Moment auch erschrocken, als die Bundesregierung gesagt hat, richten Sie sich für Krisen. Aber wenn man tiefer reinschaut, man braucht keine Angst haben, es ist ja keine Kriegsbedrohung da. Es geht wirklich nur um das, was in nächster Zeit passieren könnte. Und da sprechen wir nur das marode Stromnetz an, das hört man immer wieder. Die Strommasten über 40, teilweise 50 Jahre alt, da könnte jederzeit mal was passieren. Und wenn dann was passiert, dann bin ich eben gerüstet. Für Lebensmittel und für Trinken sollten Sie natürlich rechtzeitig sorgen. Und dann immer das, was Sie zuletzt gekauft haben, hinten anstellen, das, was Sie als erstes gekauft haben, verbrauchen, so immer wieder auffüllen. Das wissen Sie, dann haben Sie mal 10, 12 Tage Reserve. Aber dann geht es eben weiter. Die Kommunikation sollte aufrechterhalten werden. Die Information, ganz, ganz wichtig, das geht natürlich nur mit Strom oder eben auch mit dem Weltempfänger. Und dann brauche ich auch Licht, ich brauche Strom. Da sind unsere Solarpanel besonders gut. Und wenn ich dann auch mal flexibles Licht will, dann am Schluss hier unsere Powerbank mit der unglaublich starken Leuchte, mit der hohen Kapazität von 11.000 mAh. So, jetzt haben Sie gesehen, wie Sie sich für wenig Geld vorbereiten können auf die Krise, die hoffentlich nicht so schnell auf uns zukommt, aber wenn sie dann kommt, dann sind Sie gewappnet. Jetzt liegt es an Ihnen. Rufen Sie an 0180 51 51 3 mal die 2 und dann kann Sie die Krise gar nicht mehr arg erschrecken.